Hallo und herzlich willkommen in der LKS Stempelwelt. Heute gibt es eine ganz besondere Kartenform, die Triangle Trifold Card oder die dreifach gefaltete Dreieckskarte. Hier habe ich sie schon einmal in rosa gestaltet mit diesem wunderhübschen Schmetterling hier. Möchtest du wissen, wie das geht? Bleib unbedingt dran. Ich habe in einem der letzten Videos bereits die Dekometallplättchen in Gold ausprobiert und dabei diese Karte hier gezeigt. Und da kam bei euch der Wunsch auf, dass ich zeige, wie ich die gemacht habe. Dem komme ich heute natürlich gern nach. Ich gestalte das heute allerdings in einem anderen Design und habe mich für Grapefruit entschieden. Dazu einmal das passende Band und Stempelkissen. Zusätzlich habe ich hier noch eins in Apfelgrün, denn ich möchte mein Designerpapier heute zum Teil selbst gestalten. Hängt übrigens damit zusammen, dass ich kein Designerpapier habe, wo Grapefruit drin vorkommt. Aber ich nehme wieder das Stempelset Tintentraum, was es ja noch bis zum 28.02.2021 im Rahmen der Celebration kostenlos gibt. Und das Deko-Gold darf natürlich nicht fehlen. Dazu habe ich bereits ein ausführlicheres Video gemacht. Das verlinke ich dir mal hier oben unter dem i. Und dann geht es auch schon an den Zuschnitt. Der Farbkarton in Grapefruit. Die 21 cm hier bleiben so, wie sie sind. Und dann schneide ich mir zwei Streifen à 10,5 cm zurecht. Dann lege ich die lange Seite an und falze die jeweils bei 10,5 cm. Und so wird das Ganze dann auch quadratisch. Die Falzlinien ziehe ich mir nochmal mit meinem Falzbein nach. Ich werde hin und wieder mal gefragt: Mensch, LKS, bei mir sieht die Falzlinie irgendwie nicht so glatt aus, sondern so ein bisschen ja wie aufgeraut, gebrochen. Woran kann das liegen? Eine Möglichkeit ist, dass falsch rumgefalzt wird. Die Seite, wo wir gerade eben die Falzklinge drüber gezogen haben, die bleibt oben. Das, was unten liegt, klappe ich zusammen. Das heißt, das, was erst die Talfalte ist, also die ich reingedrückt habe, liegt außen. Und hier setze ich mir mal die Karte zusammen. Sieht man auch schon besser noch die Grundform und die beiden äußeren Quadrate. Möchte ich jetzt auch noch mal falzen, damit eben dieses Dreieck da entsteht. Und die Falzlinien verlaufen dann am Ende parallel, von links unten nach rechts oben. Das heißt, hier beim ersten, ich schaue mir an, dass es oben in die Falz reingehen muss. Da halte ich mir dann oft auch einfach den Finger ran, legt es mir in meinen Papierschneider ein, dass wir auch hier die Falz auf der richtigen Seite gezogen haben. Geschieht dann, wenn ich die Karte so, wie sie aufklappen würde, hinlege. Das heißt, ich falze jetzt eigentlich genau auf der anderen Seite wie vorher. Und dann sieht man schon so langsam die skurrile Form, die dabei entsteht. Hier bringe ich mir jetzt noch meinen Aufleger innen an. Da kann ich dann später auch noch was draufschreiben, einfach einen kleinen Gruß
oder du stempelst da noch mal was drauf. Der ist 10 mal 10 cm groß. Dann brauche ich ein weiteres Stück Farbkarton in Flüsterweiß, 10 mal 10 cm. Das wird mein eigens kreiertes Designerpapier für außen. Und das teile ich mir einmal diagonal. Wenn dein Messer super, super scharf ist, kannst du einfach direkt so über die Ecke drüber gehen. Wenn du schon ein paar Mal Papier damit geschnitten hast, könnte das sein, dass du dir mit der Technik die Ecken ein bisschen ausfranst oder ausreißt. Deswegen mein Tipp hier, einmal die Schneideklinge etwas anheben, irgendwo in der Mitte auf dem Papier aufsetzen und dann nach außen ziehen, wieder ganz leicht anheben in der bereits geschnittenen Rinne, wieder runterdrücken und in die andere Richtung ziehen. Und so hat man sich die Ecken definitiv nicht kaputt gemacht. Und die zwei Dreiecke möchte ich jetzt eben bestempeln. Dazu nehme ich mir hier einmal den Konturenstempel der Blätter aus dem Set Tintentraum und stempel mir da nach Lust und Laune ein bisschen was auf. Da ich den vorher noch kein einziges Mal verwendet habe, habe ich hier auch einmal vorher noch abgestempelt, um mir das Ganze anzuschauen. Wenn man sie wirklich noch gar nicht verwendet hat, ist oftmals der erste Stempelabdruck auch nicht so schön. Woran das liegt? Keine Ahnung. Und dann sind hier für einen ganz besonderen Look nochmal passende Füllstempel drin. Da bleibe ich jetzt bei meinem grünen Apfel und möchte aber da nur ganz dezent das Ganze befüllt bekommen. Hier probiere ich das jetzt noch mal kurz aus, wie es so funktioniert, auf welche Ecke ich vielleicht noch besser achten muss, dass es passt. Ja, und das mit dem ersten Abdruck ist mir dann doch ein bisschen zu kräftig für das Design, was ich jetzt hier vorhab. Und deswegen nehme ich einfach den zweiten Abdruck. Und dann setze ich mir hier noch ein paar Blüten auf. Das Designerpapier ist schon fertig und wir kümmern uns um den Schmetterling. Hier habe ich jetzt Farbkarton Flüsterweiß, den extra starken. Und jetzt nutze ich zuerst den Hintergrundstempel vom Schmetterling. Ich färbe die eigentlich gern mit den Stampin' Write Markern ein. Da ist ja ganz normale Stempelfarbe drin, also auch die, die in meinem Kissen ist, ist da halt drin. Damit kann man wunderschön mehrfarbig so einen Stempel eben kolorieren. Aber wenn du die nicht hast, zeige ich dir noch eine Alternative. Dazu habe ich mir schon mal ein bisschen Stempelfarbe vom Kissen auf den Acrylblock gedrückt. Du kannst es natürlich auch einfach in den Deckel vom Stempelkissen reinmachen. Das mag ich aber nicht. Ich nutze gern die Acrylblock-Variante dafür. Dann nehme ich den Wassertankpinsel. Da mache ich mir vorn die Spitze erst noch mal ein bisschen trocken. Nehme die Farbe vom Acrylblock auf und verteile sie dann auf dem restlichen Stempel. Dann mache ich die Spitze nass, einfach indem ich da ein bisschen drauf drücke. Ein Tropfen kommt dann vorn raus. Damit das aber zu viel Wasser ist, streiche ich den leicht an einem Tuch wieder ab. Und dann nehme ich mir hier noch so eine Sprühflasche, da ist nur Wasser drin. Befeuchte das ganz leicht und nicht viel Wasser, denn sonst wird es zu hell. Und stempel das Motiv einmal ab. Das ist jetzt ziemlich feucht und schaut irgendwie so, naja,
aus. Ich föhne mir das jetzt gerade einmal trocken und schon werden die Farben auch schöner. Es ist ganz wichtig, bevor es weitergeht, muss es wirklich trocken sein. Und dann kommt jetzt das Dekogold zum Einsatz. Also das ist ja so ein Ding, da habe ich mich echt drin verliebt. Was brauchen wir? Einmal den Embossing Buddy, das Stempelkissen Würsermark, Heißklebepulver. Ja, natürlich das Gold, ganz klar. Zuerst gehe ich mit dem Embossing Buddy einmal darüber, dann mit dem Würsermark auf den Stempel drauf. In echt sieht man das dann auch gut, ob das wirklich alles so mit der Tinte benetzt ist. Das glänzt dann so ganz leicht. Positioniere mir den Stempel einmal, drücke das ein bisschen an. Und dann kommt auch schon das Heißklebepulver zum Einsatz. Da habe ich hier nochmal so ein Schmierpapier drunter. Das lasse ich dann hier so drüber gleiten. Schau mir es ein bisschen an. Jo, da kann noch mal ein bisschen mehr drüber. Lass das wieder runterrutschen auf das Papier und klopf auch mal hinten drauf. Jetzt nicht zu sehr, soll ja nicht alles wieder abfallen, aber so ein bisschen. Und wenn man gerade das Papier dann so ein bisschen kippt, sieht man auch gut, falls irgendwo noch was klebt, was da nicht hingehört. Das könnte man dann einfach mit einem kleinen Pinsel wieder abmachen. Bei mir passt es aber soweit. Und wie ihr wisst, normalerweise föhne ich ja das Ganze jetzt einfach an einer anderen Stelle. Da brauche ich nämlich nicht sofort aufräumen. Ihr wollt es aber irgendwie sehen. Also räume ich erst auf und föhne dann. Denn das Heißklebepulver muss unbedingt in Sicherheit gebracht werden. Was wichtig ist, wenn man mit dem Heißklebepulver arbeitet, der Föhn muss gut vorgeheizt sein. Und es schmilzt wirklich wahnsinnig schnell. Also wenn du zu lang föhnst, mir ist es schon passiert, gerade am Anfang, gab es dann Stellen, wo das schon wieder trocken geworden ist und dann hat das Gold nicht gehalten. So, und dann gehe ich damit einmal hier in meine Box rein. Ich habe mir ein paar von den Dekoblättchen in so eine größere Schachtel hier reingetan. Da kann ich super mit der Karte reingehen, das Ganze ein bisschen andrücken mit dem Pinsel und auch schon mal den groben Überschuss wieder abstreifen. Dann nutze ich hier noch dieses Schwämmchen und gehe da auch noch mal leicht drüber. Und dann schaut es wirklich schon wundervoll aus. Ich nehme mir den größten Kreis aus dem Stanzformen-Set Stickformen und dann ist der Teil der Karte auch schon fertig. Jetzt geht es noch an die Öffnung in der Karte. Da halte ich mir einfach nochmal die Karte zusammen, dass ich jetzt auch ja auf der richtigen Seite bin. Nehme mir ein Geodreieck und messe mir das Ganze so ab, dass ich vom oberen Rand 2,5 cm nach unten gehe und von außen 2 cm nach innen. Aber Achtung, hier habe ich mich jetzt erstmal vertan, denn ich habe aus Versehen 2 cm vom Aufleger gemessen. Das ist natürlich Quatsch, sondern wirklich von außen. Also auf der einen Seite von der Falzlinie und auf der anderen Seite wirklich von ganz außen. 2 cm. Dann nehme ich mir die Handstanze Klassisches Etikett, setze mir die einmal an. Ich habe mir da auch hier mit Washi-Tape so zwei Markierungen mal gemacht, damit ich sehe, ob es wirklich gerade ist. Und dann setze ich mir das Ganze so an, dass ich den Punkt, den ich gerade aufgezeichnet habe, gerade so mit wegstanze. Da mein Schlitz etwas größer werden soll,
lege ich das Ganze jetzt noch auf der anderen Seite einmal an. Und da sehe ich ja jetzt automatisch wunderbar, ob ich gerade bin oder nicht. Denn ich orientiere mich einmal an dem Punkt, den ich gesetzt habe und dann an dem bereits vorhandenen Schlitz. Dann geht es auch schon ans Zusammenkleben. Hier muss ich jetzt natürlich darauf achten, dass ich nicht die ganze Seite mit Kleber zuschmodder, sondern nur einmal am Rand und vielleicht hier oben noch ein klein wenig. Setzt das Ganze auf und dann war die Speicherkarte voll. Ja, aber wie ich sowas zusammenklebe, ist glaube ich kein Geheimnis. Also es ist keine Information wirklich verloren gegangen. Als nächstes möchte ich mir mein Designerpapier aufkleben. Dazu lege ich mir die Karte erst einmal zurecht. Und zwar, wenn sie geschlossen ist, ist der Schlitz auf der rechten Seite von unten nach oben. Und wenn sie offen ist, liegt er ja dann eben oben. Bei meinem Designerpapier ist es jetzt eigentlich egal, wie rum ich es klebe. Es ist nur wichtig, dass ich es auf die richtigen Dreiecke klebe. Aber wenn du eins mit einem bestimmten Musterverlauf hast, musst du da vielleicht ein bisschen mehr drauf achten. Für die anderen Dreiecke brauche ich hier auch nochmal ein Designerpapier. Das ist schon etwas älter und heißt Traumhaft Tropisch. Vielleicht hast du das ja auch noch. Da sind nämlich auch ein paar ganz coole Schwarz-Weiß-Papiere drin, die mit Tropik irgendwie jetzt nicht so viel zu tun haben und zu meinem Design hier doch ganz gut passen. Auch das ist 10 x 10 cm groß und ich halbiere mir das wieder in der Diagonale. Nun möchte ich noch meinen Schmetterling außen anbringen. Hier ist es jetzt eben wichtig zu wissen, wie die Technik funktioniert, denn sonst ist er falsch aufgeklebt. Vielleicht, wenn die Karte zu ist, sieht es noch gut aus, aber dann, wenn sie offen ist, nicht mehr. Hier sitzt das Einfachste, mach die Karte auf und kleb ihn fest. Ich nehme dafür Dimensionals. Und achte darauf, dass sie nur an dem äußeren Dreieck festgeklebt werden. Denn der Rest soll sich ja dann zusammenklappen. Dann ziehe ich einmal die Schutzfolien ab. Ich hätte das jetzt natürlich auch nicht in die Mitte setzen müssen. Also das kann man auch einfach mal bisschen nach links und rechts verschieben, gerade wenn man vielleicht auf die andere Seite noch einen Spruch machen möchte. Ich mache es jetzt hier in die Mitte und dann schiebe ich mir schon mal mein T da rein. Das geht beim ersten Mal ziemlich streng, weil da einfach noch das Papier sehr steif ist. Aber es soll ja auch nicht so ohne weiteres herausrutschen. Und jetzt sieht man, das hat auch ja insgesamt doch eine gewisse Tiefe bekommen. Klar, es sind mehrere Lagen Papier, da kommt noch der Tee dazu. Und vorn eben dieser Aufleger. Und deswegen bekommt bei mir das Ganze noch eine Schleife als Verschluss. Da habe ich hier ein passendes Geschenkband in Grapefruit. Das ist ziemlich dünn. Und so soll das Ganze angebracht werden. Ich nehme mir ein bisschen doppelseitiges Klebeband und bringe mir das auf der Rückseite der Karte an. Das hier ist jetzt definitiv breiter als mein Geschenkband. Das ist aber nicht schlimm, weil da kleben wir dann einfach ein bisschen Designerpapier drüber und dann ist das Problem schon behoben. Wenn das Band breit genug ist, dann habe ich da hinten kein Designerpapier draufgeklebt. Denn ich finde, das muss nicht zwingend sein. Ich mache das jetzt, wie gesagt, nur
weil mein Klebeband zu breit ist. Zur Orientierung, ob ich jetzt auch halbwegs gerade bin, nehme ich einfach das Band selber, lasse es an der Stelle liegen, wo es dann auch sein soll. Bring das Klebeband an, ziehe die Schutzfolie ab und auch beim Aufkleben von dem Geschenkband selber orientiere ich mich dann auf der anderen Seite einfach an dem, was unten darunter liegt und klebe mir eben jetzt noch ein bisschen Designerpapier drauf. Da nehme ich einfach das gleiche nochmal, wie ich drinnen schon verwendet habe. Muss ja auch mal weg. Und dann lege ich das Band unter den Kreis mit dem Schmetterling. Da darf ich es allerdings auf gar keinen Fall zusätzlich festkleben, denn sonst öffnet sich die Karte nicht mehr. Auch das habe ich schon geschafft. Deswegen sage ich es dir nochmal ganz explizit und genau dazu. Hier vorne bitte nicht zusätzlich ankleben. So, dann binde ich mir noch eine Schleife und zuppel die zurecht. Bei so einem dünnen Band lasse ich gern die Enden ein bisschen länger. Ich finde, das schaut wirklich toll aus. Und wir sind fertig. Hier nochmal in dem anderen Design. Da hatte ich den Schmetterling extra nicht ganz mittig aufgeklebt, weil ich da eben die dickere Schleife habe. Und so schaut das Ganze jetzt auch aus, wenn man es öffnet. Wie gesagt, der Schmetterling dreht sich dann eben mit. Und ist so immer richtig ausgerichtet. Also das finde ich einen genialen Effekt. Man hat noch ein bisschen Platz, um einen Gruß mit hineinzuschreiben. Und dann war es das auch schon wieder für heute mit dem Video. Hat es dir gefallen, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Bastelst du das Ganze nach, würde ich mich freuen, wenn du mir ein Bild schickst. Oder es im Social Media mit dem Hashtag LKS-Stempelwelt versiehst. Abonnier doch meinen Kanal. Für weitere Anregungen schau auch gern auf meiner Website vorbei. Und dann freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ciao, deine LKS!